Hey Leute und willkommen zu einem kleinen Installationstutorial für Hack, Slash and Mine. Wie ihr es ja bei Crazy gesehen habt, machen wir das zurzeit im Multiplayer. Ich alleine lade auch noch einen Singleplayer-Let's Play hoch. Und das allererste, was ihr tut, geht in meine Beschreibung und klickt auf dem jokescast.com-Link. Dann geht ihr dort runter bis zu dem hier. Eigentlich seht ihr nur das, Download and Instruction. Show-Spoiler und ladet euch dieses Teil herunter. Sobald ihr das habt, geht ihr in eure Frische, betont auf Frische, 1.2.3 Jar von Minecraft, öffnet sie mit WinRAR oder irgendwas, was es halt öffnen kann, und öffnet Hack, Slash und Mine. Dann, als allererstes, löscht ihr den Meta-INF-Ordner und geht in Client bei Hack, Slash, Mine. Hier markiert ihr alles von oben bis unten und zieht es rein und kopiert und ersetzt sämtliche Sachen, die dort drin sind. Danach geht ihr zurück und nimmt die Textures. Öffnet sie und zieht die Dateien alle daraus hinein. Diesen Server ist nur dafür da, falls ihr euren eigenen Server aufmachen wollt, aber das ist etwas sehr kompliziert. Und jetzt, theoretisch, wenn ihr alles richtig gemacht habt, so wie ich gerade eben, müsst ihr nur noch euer Minecraft starten. Einloggen. Kurzen Moment warten und theoretisch und praktisch gesehen müsste sich Diablo 3 jetzt starten. Nein, das war falsch. Diablo 3 sollte sich jetzt nicht starten. Das wird gleich gestartet. Und es lockt sich natürlich immer noch ein. Ich weiß nicht, was heute mit meinem Internet los ist. Es ist heute sehr langsam. Ja, es klappt endlich. Und theoretisch müsste sich jetzt euer Minecraft starten, aber meins tut gar nichts mehr. Und ich weiß nicht warum. Dann starte ich das jetzt eben nochmal, das Minecraft. Ah, ich hasse es, mein Minecraft ist immer so verbuggt. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich habe aus Versehen eine Jar-Datei von Minecraft gelöscht. Und zwar die kopierte Minecraft 1.2.3 Jar habe ich gelöscht. Aus Versehen die falsche. Und ich habe die jetzt wieder hergestellt. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Ansonsten muss ich mein Minecraft gerade mal nochmal schnell neu installieren. Und dann mache ich das so, wie ich gerade eben erklärt habe. Und dann müsste es eigentlich funktionieren. Jo, es ist gerade ziemlich kaputt gekriegt worden von mir. Schade. Jetzt hat's geklappt. Und das war gerade die externe Festplatte, die sich da gerade gemeldet hat. Und zwar habe ich den großen Fehler begangen. Ich habe noch mehr Dateien aus meinem Minecraft-Jar-Ordner gelöscht. Hier, diese beiden. Hier, normales Game-Digger und Mistvieh-Creeper-Ding sind die verschiedenen Mods. Die habe ich immer alle umbenannt. Und ja, ich habe dich auch lieb, Festplatte. Und jetzt funktioniert's, wenn ihr alles so gemacht habt wie ich. Und dann sucht ihr euch WhatsApp. Ja, WhatsApp. New World. Ich nenne sie jetzt einfach mal New World. So ist gut. Create New World. Und dann siehe da. Sobald es geladen hat, müsstet ihr dort stehen und da müsst ihr auch stehen. I wanna be a... Na? Genau. I wanna be a... Mage. Schon steht ihr da und könnt Feuerbälle schießen. Das war's von mir aus. Danke fürs Zusehen. Wenn euch das Tutorial gefallen hat und wenn es euch geholfen hat, gebt einen Daumen hoch. Würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Ansonsten, ja, habt viel Spaß mit diesem Mod und vielleicht sieht man sich auch mal auf meinem Minecraft-Dota-Server. Winke, winke, Leute.